Hallöchen, Lieben. So, heute geht's mal wieder um Minecraft. Diesmal aber um meine Seed-Vorstellung, nicht um ein Let's Play. Und ich würde sagen, wir fangen einfach mal an und dann erzähle ich euch ein bisschen was, wenn wir gleich da unterwegs sind. Der Seed ist 2, 3, 2, 2, 3, 4, 8, 2, 3, 1, 3, 1, 3, 5, 4, 3, 4. So, das ist der Seed. Wir lassen soweit mal alles an und starten mal in die Welt. Jetzt kommen wir am Anfang erstmal in einem Schwarzeichenbiom aus. Das ist an sich noch ja ganz normal, sag ich mal, ne? Da ist jetzt nichts Besonderes dran. Ich mache mal eben, damit ich die Position sehe, wo ich hin muss. Und ja, dann fliegen wir mal so mehr oder weniger einfach nur schräg geradeaus. Genießen ein wenig die Landschaft. Ich hoffe, das ruckelt jetzt nicht allzu sehr im Video nachher. Muss ich mal gucken. So, hier geht es dann über einen größeren Berg drüber. Tipp von mir, nehmt euch ein bisschen Holz mit. Und auch Setzlinge könnt ihr später mit Sicherheit gut gebrauchen, wer denn Interesse an einem solchen Projekt hat, was ich euch jetzt quasi vorstellen möchte. Denn ihr kennt mich ja, wenn ich Seeds raussuche, dann nicht nur Seeds, wo ich sage, boah, das sieht jetzt einfach nur die Landschaft geil aus, oder da hat man direkt jetzt drei Tempel neben sich oder zwei Spawner, fünf Schluchten und weiß ich nicht. Sondern ich suche mir mal Seeds raus, wo ich denke, da kann man ein Bauprojekt mal draus machen. Muss ich aber doch mal eben gucken, dass ich mir die Werte anzeigen lasse. Wir sind nämlich schon fast da. So, wir könnten eigentlich von hier aus, können wir jetzt wieder ausblenden. So, denn wir müssten jetzt gleich ankommen, dann seht ihr auch, was ich meine. Den Seed habe ich rausgesucht. Wir sind hier in einer Riesenwüste. Die ist wirklich rundrum, ist die gut da. Aber genau in dieser Wüste gibt es hier so eine kleine, schöne Oase. Und da wäre halt ein bisschen Holz gut, damit man anfangen kann mit Bauen. Der Vorteil hier ist aber, wie ihr schon seht, man hat hier Tiere. Man hat Kühe, man hat Schafe und auch Karnickel. Und ich denke mal, das ist für den Start ja gar nicht so verkehrt. Man hat auch Wasser hier direkt dran. Das heißt, man kann Felder anlegen. Wenn man jetzt hier ein paar Setzlinge mit hätte, könnte man direkt loslegen. Und das fand ich halt ganz interessant, denn wie gesagt, hier rundrum bin ich mal so ein bisschen rumgeflogen und hier ist sehr viel Wüste drumrum. Das heißt, man könnte hier wirklich anfangen, so eine, weiß ich nicht, einen kleinen Brunnen hinzimmern, als wenn hier quasi dann durch den Brunnen hier ein bisschen grün gewachsen ist und dann hier so ein schönes kleines Wüstendorf aufbauen. So, zum Thema Wüstendorf. Da können wir nämlich jetzt auch mal gucken, da muss ich mal nur mal wieder die Koordinaten reinblenden. Wo fliege ich jetzt lang? Da wird es kleiner. Das heißt, wir müssen nach da. Ne, da wird es kleiner. Kleiner. Höher. Höher, kleiner. Da lang. Da lang. Wie weit müssen wir? Okay. Das heißt, wir gehen so ein bisschen nach da in die Richtung. Das passt besser. So. Da ist auch noch ein bisschen grün mit Wald, aber. Ne? Das war, glaube ich, die kürzeste Verbindung. Können wir aber gleich auch noch mal ein bisschen abfliegen, so ist es nicht. Ich wollte jetzt nur mit euch mal eben hier durch die Wüste zum Dorf. Denn hier vorne ist auch ein kleines Dorf. Bin ich jetzt zu weit? Nee, eigentlich nicht. 800. Dumti. Aber ich bin zu weit rüber, ne? So, da muss ich irgendwo hin. So, also ganz viel Wüste, wie ihr seht. Wir sind jetzt so ein bisschen am Grünstreifen außen entlang geflogen. Und kommen jetzt dann, da ist das Dorf. Da sollte es einen Diamanten drin geben, ein bisschen Obsidian, Äpfel, Eisen, Spitzhacke, Brot und ein Sattel. Wir gehen mal gucken, ob es wirklich noch so ist. Ich glaube zwar nicht, dass sich da immer viel dran ändert an den Kisteninhalten. Nein, wie ihr seht, alles vorhanden. Ein Diamant, eine Eisenspitzhacke, Brot, Äpfel, Obsidian. Kann man wunderbar brauchen am Anfang. Und was halt hier noch ist, ich weiß nicht, ob ihr es gerade schon aus der Luft gesehen habt, hier ist irgendwo eine Schlucht, Höhle drunter. Und ja, da kann man mit Sicherheit auch noch ein bisschen was erkunden. Das nehme ich euch aber jetzt nicht vorweg. Was haben wir sonst noch hier gehabt? Wir haben hier noch in der Wüste, meine ich sogar. Jetzt muss ich mal wieder fliegen gehen. Da gehen beide Zahlen hoch. Muss auch, genau. Aber wir brauchen doch, genau, die
X-Koordinate muss ein bisschen weiter rüber. Ich trinke mal eben einen Schluck Kaffee. Und da gibt es nämlich noch eine schöne Schlucht mit Mine. Die möchte ich euch nur mal kurz anzeigen. Da gibt es auch Kisten drin mit Melonenkernen, Kürbiskernen, gut Eisen, Lapislazuli, Gold, ja, halt das Standardzeug. Nicht wundern, wir sind jetzt erstmal über Meer, kommen aber wieder in die Wüste zurück. Und müssten dann ja, so ein paar hundert Blöcken schon bei der Schlucht ankommen. Ist was weiter weg. Aber ich denke mal, wer gerne mal so ein bisschen auf Erkundung geht und dann schon weiß, dass da eine Mine zu finden ist, dass er da ein bisschen buddeln kann, kann auch schon mal Spaß machen. Hab gerade gedacht, da hätte ein Haus gestanden, aber das ist bloß mit dem Sandstein so. Man lernt nie aus, ne? Das kommt mir jetzt gerade ein bisschen komisch vor mit dem ganzen Wasser hier, aber ich bin mir sicher, dass ich damals die richtigen Koordinaten aufgeschrieben habe. Wir werden sehen. So, ich finde das nur schade, dass das so ein bisschen ruckelt. Ich gehe mal davon aus, dass das im Video auch sein wird. Kann es jetzt aber nicht genau beurteilen. So, stopp. Da, rüber. Richtig, richtig. Sonst wenn man nämlich da ist die Schlucht. Genau. Das sieht doch gut aus. So. Wollen wir jetzt hier runtergehen? Dann sehen wir da. Na, falsche Taste erwischt. Ein Mineneingang. Und hier in dieser Mine sind entsprechend nette Kisten versteckt. Ich weiß jetzt nicht, wie nah die waren. Können wir eben ein bisschen reinlaufen. Da ist zum Beispiel schon eine Kiste. Und da hätten wir jetzt Gold, Melonenkerne, Melonenkerne und Brot. Also da haben wir schon mal Melonen. Ist auch nicht verkehrt. Und so sind hier noch andere Kisten versteckt. Ich werde mich jetzt aber mal eben teleportieren. Da es wie gesagt mehr um das Projekt geht an sich. So, 2,7. 100 machen wir mal 69. So, zack. Und schon bin ich bei uns hier in der Oasengegend. Ja, hier vorne war ja irgendwo noch ein Grünstreifen gewesen. Ansonsten ist halt hier sehr viel Wüste drumrum. Man wird hier sehr viel Sandstein abbauen können. Hier sind auch Höhlensysteme, wie ihr seht. Da sieht man auch schon mal ein bisschen Eisen. Da hinten ist noch was Eisen. Also Eisen sollte man gut finden können hier in der Gegend. Ist kein Thema. Wir haben hier sehr viel Wüste drumherum, wie gesagt. Das heißt, Vorteil wäre auch, es regnet natürlich nicht. Und ansonsten fände ich das ganz schön, falls sich mal jemand die Zeit nimmt, und hier mal ein kleines Projekt ausbaut. Wenn man da wirklich mal so einfach so ein schönes kleines Wüstendorf hier mit Oase, also in der Oase, bisschen baut, vielleicht die Oase noch hier und da ein paar Ausläufer hinmacht und Brunnensysteme, was halt alles dazugehört, vielleicht auch mal so eine Art Aquädukt dazu baut oder ähnliches, weiß nicht. Da fällt einem sicher viel ein, Marktplatz oder so eine kleine Gegend mit Beduinenzelten oder irgendwie sowas. Also ich denke mal, da kann man sehr viel draus machen. Würde mich auf jeden Fall freuen, wenn das jemanden interessieren würde. Weil ein solches Projekt habe ich persönlich noch nicht mitbekommen. Wenn ihr da irgendwo einen Link habt oder so, wo ich schon mal jemand so ein Projekt gemacht hat mit einem ähnlichen Ziel oder so, lasst es mich wissen. Würde mich echt interessieren. Weil ich gucke mir auch gerne solche Videos mal an. Und ansonsten wünsche ich euch jetzt noch viel Spaß mit dem Seed und ich sag mal bis demnächst. Tschüss!